Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs heute am Donnerstag, den 10. Oktober 2013. Wir sahen in den letzten 15 Handelsstunden einen wahrlich volatilen Markt. Der DAX fiel erst unter die Marke von 8.500 im späten Geschäft, kurz vor Ende von Xetra-Schluss und bewegt sich heute knapp 100 Punkte höher an der Grenze zu den 8.700, kratzt die an und ich denke, er wird auch darüber gehen. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass in der nächsten Woche kleiner Verfalltermin ist. Normalerweise werden dann am Mittwoch und Donnerstag Positionen glattgestellt, es werden nochmal einige Bullen rausgeworfen, aber grundsätzlich sind wir nach wie vor optimistisch und haben auch diesbezüglich neue Investments vorgeschlagen in unserer Rubrik Invest 90. Also wenn Sie heute noch investieren wollen, wenn Sie heute noch Geld verdienen wollen, dann schauen sich unsere neuen Werte in der Rubrik Invest 90 auf unserer Homepage an. Das ist eine Rubrik, wo es darum geht, 90% der Anlagevorschläge mit einem Mindestgewinn von 10% ins Ziel zu bringen. Das haben wir in letzter Zeit verfehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir sind da auf einem sehr guten Weg. Im Moment sind wir bei einer Quote von 76% und das kann sich ja insgesamt unterm Strich auch sehen lassen. Der Ölpreis ist auch wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Das liegt an den sehr guten Lagerbeständen. Sie sind um 6 Millionen Barrel gestiegen. Eine kräftige Aufwärtsbewegung in den Lagerdaten wird auch dafür sorgen, dass der Ölpreis nochmal unter die Marke von 100 Dollar fallen wird. Entsprechend werden wir hier auch eine neue Spekulation auflegen. Von ThyssenKrupp gibt es Nachrichten, dass man überlegt, einen Teil der Verwaltung auszugliedern, outzusourcen, möglicherweise ins Ausland. Und hier laufen im Moment die Verhandlungen. ThyssenKrupp hat ja in den letzten Wochen eine recht positive Entwicklung genommen, wenn man mal sieht, wie die Aktie zuletzt belastet war. Ansonsten, wichtigstes Thema ist natürlich die Nominierung von Yellen zur neuen FED-Chefin. Wir sehen das mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Für den Aktienmarkt ist das natürlich gut. Sie ist eine Taube, eine Vertretung der lockeren Geldpolitik, die sie auch noch verlängern wird. Und das ist natürlich grundsätzlich gut für alle Assetklassen. Das wird die Asset Price Inflation weiter antreiben. Das heißt, die Kurse von Aktien und anderen Immobilien und Gold und Ähnlichem werden weiter steigen. Aber es ist ja jetzt schon vorgezeichnet, dass sich da eine neue Blase entwickeln wird und ob das Realwirtschaft so gut ist, wenn man hier nicht eine straffere Geldpolitik führt. Das ist gerade aus Perspektive unserer deutschen Stabilitätspolitik sehr in Frage zu stellen. Also volkswirtschaftlich ist das keine gute Nominierung. Für einen Börsianer ist das eine hervorragende Nominierung und so teilen sich hier natürlich die Meinungen. Die Berichtssaison ist gut angelaufen. Wir haben dazu einige Kommentare beispielsweise zu Alcoa schon im Frankfurter Börsenbrief natürlich veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass die Gewinne im S&P 500 10% steigen werden, die Umsätze aber stagnieren werden. Das hatten wir in der letzten Woche schon geschrieben. Und die ersten Nachrichten aus der Berichtssaison deuten ja auch darauf hin, dass das in etwa der Tenor der nächsten Wochen sein wird. Das die Hinweise für heute. Wie gesagt, wenn Sie heute noch ein bisschen Geld verdienen wollen, dann schauen Sie sich vielleicht auch mal den spanischen Markt an, schauen Sie unsere Invest 90 Rubrik an und da werden Sie sicherlich einige interessante Ideen finden. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr Bernhard Glinzing.